Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es von mir meinen Monatsrückblick Juli 2020. Ich habe hier ja eine kleine YouTube-Pause gemacht. Dementsprechend habt ihr ja nicht gesehen, welche Bücher ich unter der Woche gelesen habe in meinen Bücherwochen und möchte es euch aber natürlich nicht vorenthalten, dass es ein grandioser Büchermonat war. Ich habe tatsächlich 16 Bücher gelesen. Und theoretisch noch ein halbes, mehr oder weniger dazu zählend, was ich aber einfach nicht mehr im Juli dann beendet habe und dementsprechend waren es 16 Bücher. Also ja, man merkt, es ist Sommer, ich liebe den Sommer, ich fühle mich da energiegeladen, bin wach und munter und habe Lust, natürlich auch den Sommer zu genießen, bin viel im Garten, auf dem Balkon, bin draußen, höre beim Spaziergehen eben auch einfach mal Hörbücher und ja, bin einfach voller Lebensfreude im Sommer. Und auch wenn der im Juli doch noch ein bisschen hat auf sich warten lassen, also der Sommer, hatte ich ja auch noch 2 Wochen im Juli Urlaub und dementsprechend hatte ich da natürlich Zeit. Es ging ja nirgendwo groß hin, es gab keine Städtetrips, es gab keine Meerreise, weil am Strand bin ich ja jemand, der tatsächlich nicht so viel liest, sondern wirklich eher das Meer genießt. Und dementsprechend hatte ich viel Zeit zum Lesen, zum Hören, besonders auch zum Hören. Und ja, habe das natürlich genossen. Zudem habe ich natürlich sowieso den Juli genossen, weil wie gesagt, es war dann endlich Sommer, nachdem ja der Mai und Juni vergleichsweise kühl und auch nass war. So im Vergleich der letzten Jahre hat es dann im Juli zumindest so einige sonnige, schöne Tage gegeben und ja, da geht es mir einfach gut und ich war nach wie vor viel draußen, also ich bin wirklich jemand, der fast jeden Tag eine kleine Wanderung, Spaziergang, was auch immer macht. Wo definiert man Spazieren und Wandern? Haben uns hier in der Urlaubszeit auch dann einige Berge angesehen, also wir waren auf dem Ochsenkopf und auf dem Nusshart und Waldstein und waren ja auch an ein, zwei Seen, die wir umrundet haben und ach ja, es war richtig schön. Einfach Natur, den Kopf frei machen und ja, das schöne Wetter genießen und ja, war doch trotz Corona ein schöner Sommerurlaub. Ich befinde mich ja noch mittendrin, deswegen möchte ich noch nicht so abschließend was zum Urlaub sagen, aber ja, vielleicht fangen wir einfach jetzt mit den Themen an, bevor ich hier noch weiter vom Sommer rumschwärme. Ja, 16 Bücher gelesen, es waren 6 Highlights, es erwarten euch 2 abgebrochene Bücher und 3 Rereads. Es waren 6 echte Bücher, 4 E-Books und 6 Hörbücher. Also ganz anders als bei den Neuzugängen, wo ja gefühlt kein Hörbuch eingezogen ist, sind hier zumindest 6 gelesen worden. Ich habe Filme geschaut, ich war im Autokino, davon werde ich später berichten. Und ich habe 2 Serien auf Netflix geguckt und ja, ich glaube, das machen wir dann einfach gegen Ende. Und wundert euch nicht, ich habe meine Notizen hier so ein bisschen dabei, weil ich mir tatsächlich ein bisschen mehr aufgeschrieben habe, weil natürlich die Bücher dann auch schon länger her sind, als wenn ich sie in der Bücherwoche bespreche. Und gerade bei den Büchern, ja, wo man nicht schwärmerisch highlightet, muss man natürlich sagen, da ja, vergisst man vielleicht manchmal, was hat dir genau nicht gefallen und dementsprechend habe ich jetzt einfach so ein paar Notizen hier, die ich jetzt immer mal spicken werde und euch dann ein bisschen was dazu erzähle. Das erste Buch des Monats war beziehungsweise von Michael Birbeck. Das Buch habe ich abgebrochen. Ich hatte bisher nichts von dem Autor gelesen, hatte das Buch im letzten Jahr irgendwann als Mängelexemplar mitgenommen und habe es nach knapp ja, einem Drittel bei 175 Seiten abgebrochen. Alle Infos zu den Büchern findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, auch mit Links. Und ja, klickt euch da einfach mal durch, wenn ihr da Infos mehr dazu wollt, als die, die ich euch jetzt hier so präsentiere. Wir treffen hier auf Lasse. Das ist ein erfolgloser Comedian, der seit 7 Jahren in einer Beziehung zu einer seiner absoluten Traumfrau ist. Sie ist sexy, erfolgreich und hübsch und sowieso bei jedem beliebt. Dumm nur ist irgendwie, dass Lasse Tess zwar abgöttisch liebt, aber sexuell findet er sie nicht anregend. Irgendwie ist die Freundschaft vielleicht dann doch zu tief, ob es das wirklich gibt. Und ja, so versuchen Lasse und Tess, beide hatten jetzt auch seit, ich glaube, knapp über 2 Jahren keinen Sex. Und jetzt hat Tess eben auch irgendwie ein Angebot bekommen, nach China zu gehen. Und sie versuchen sich zwar zu trennen, aber das in aller Freundschaft und es folgen jeden Tag Telefonate und Liebesbeteuerungen und ja, sind sie ja erstmal irgendwie getrennt. Es hat überhaupt nicht meinen Humor getroffen, das muss ich ganz klar sagen. Es hat auch meinen Nerv nicht getroffen und auch dieses Liebes-, Freundschafts-, Lebensdings,
Ich weiß nicht, was mir Michael Birbeck damit so richtig sagen wollte. Es hat sich schon flüssig lesen lassen, es passierte aber nichts, es gab viele Wiederholungen. Und ich muss auch letztendlich sagen, mich hat diese Beziehung und die beiden Menschen einfach überhaupt nicht interessiert. Was sie denken, warum sie es denken und ja, es gibt auch keinen Bezug zu den Figuren oder ihrem Leben, beziehungsweise wirkte es auch sehr künstlich und gestellt und es war mir im Grunde irgendwie egal. Und so habe ich dann irgendwann gedacht, nee, das musst du auch nicht weiterlesen. Ja, dementsprechend leider abgebrochen und ja, wird dann auch bei mir ausziehen. Das zweite Buch, ebenfalls letztes Jahr als Menge-Exemplar eingezogen, Dein perfektes Jahr von Charlotte Lucas. Da habe ich sogar noch ein zweites Buch von ihr hier mitgenommen gehabt, weil mir auch der Buchschnitt so gut gefallen hat. Da mich das Buch nur so okay im Grunde hinterlassen hat, habe ich das andere Buch direkt aussortiert und ja, das ist dann auch erstmal gut so. Ich kenne von der Autorin sonst nichts, hatte wie gesagt diese beiden Bücher mitgenommen, wollte jetzt damit einfach anfangen. In dem Buch ist so ein bisschen von allem etwas dabei. Es geht um Tod und um Trauer, exzentrische, besondere Menschen. Wir haben so ein bisschen die Fügung des Schicksals, Esoterik, abgestürzte Randpersonen der Gesellschaft und es gibt auch eine sehr langsame und auch Vorsicht anbahnende Liebesgeschichte. Es war okay, es war für zwischendurch auch nicht schlecht. Werde tatsächlich das zweite Buch von ihr, ja, habe ich im Grunde schon aus dem Sub rausgenommen und werde ich jetzt dann auch mit aussortieren, weil ich glaube einfach, dass ihr Stil nicht ganz der ist, der mich irgendwie anspricht. Es gibt verschiedenste abwechselnde Geschichten, zum einen des Jonathan, dann haben wir auch die optimistische Hannah, die hat mir wiederum ganz gut gefallen, wobei die Geschichte von Jonathan eigentlich spannender war und interessanter, aber es einen doch nicht so richtig hingezogen hat. Während ich Hannah sympathischer fand, ihren Teil aber ein bisschen zäher und auch ein langatmiger fand. Ich kann das ganz schlecht erklären. Es ist auch eine sehr weit hergeholte Liebesgeschichte gewesen und ich habe zwischendrin immer gedacht, naja, irgendwie hat es schon was und es war auch gut und ich habe es dann, glaube ich, auch ja, in 3-4 Tagen gelesen gehabt, parallel zu einem anderen Buch. Aber es hat mich jetzt nicht so in Gänze mitgerissen. Also es war okay, ich würde sagen klassische 3 Sterne, aber ich werde jetzt wahrscheinlich zu keinem Buch der Autorin mehr greifen und wie gesagt, werde das Buch, was ich von ihr habe, wird eben auch mit ausgemistet. Dann wurde der zweite Teil der Farben der Schönheit gelesen von Corinna Bohmann, Sophias Träume. Hier hat mir ja schon der erste Teil super gut gefallen. Die Sprecherin des Hörbuchs ist Caroline Mask von Oppen. Die mag ich auch super gerne, von der habe ich auch schon 3-4 Hörbücher gehört. Das macht richtig, richtig Spaß. Und der erste Teil beginnt ja in den 1920er Jahren in Berlin, dann geht es weiter nach Paris und dann geht es auch noch nach New York City. Die Geschichte im zweiten Teil wird im Grunde nahtlos weitererzählt, deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil natürlich würde man hier den ersten Teil dann auch wirklich spoilern. Es gibt hier einen Erzählstrang im zweiten Teil, den es für mich überhaupt nicht gebraucht hätte und so war die Geschichte. Wenn die darauf so fokussiert war, dachte ich, ach Mensch, warum? Warum hat Corinna Bohmann diesen Weg eingeschlagen? Ich mag den Stil von Corinna Bohmann sehr gern. Ich mag es, wie sie so nah historische Geschichten erzählt, wie sie Frauencharaktere zeichnet, wie sie uns diese Zeit näher bringt, auch das Frauenbild, auch wie es Frauen in dieser Zeit ging und wie sie das so ein bisschen verknüpft, auch die Vorurteile, auch welchen Wandel die Frau in diesen Zeiten so hatten. Und das finde ich mega spannend und es wächst ein Sophia auch sehr, sehr ans Herz. Und auch wenn ihr Lebensweg nicht immer leicht ist, ist er dennoch glamourös, es passiert was und sie darf sich entfalten und das finde ich tatsächlich sehr, sehr besonders. Es ist an mancher Stelle zu banal. Das muss man sagen, es ist eben nicht jede Lebensgeschichte dafür gemacht, dass sie erzählt wird. Ich hoffe, dass das im dritten Teil wieder ein bisschen spannender wird, ein bisschen mehr Tempo aufnimmt, weil es an mancher Stelle schon ein bisschen langatmig war und ich schon dachte, wenn du es nicht hören würdest, wie würde es dir dann gefallen? Ich freue mich dennoch auf den dritten Teil, der irgendwann im November, Dezember erscheint, werde die Reihe auf jeden Fall weiterhören und hoffe, dass das Banale so ein bisschen zur Seite geht und das Glamouröse ein bisschen mehr vorne stehen wird. Dann habe ich einen Thriller gelesen und zwar Einer wird sterben von Wiebke Lorenz. Das Buch habe ich letztes Jahr
ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich das ertauscht hatte, ob das auf dem Bayerischen Büchertreff war. Das Buch wurde jetzt aber schon weitergegeben an eine liebe Freundin von mir, die sehr gerne Thriller liest und auch schon ein, zwei Bücher von Wiebke Lorenz gelesen hat und sich gewundert hat, dass ich hier nicht so total gefesselt und gebannt davon war. Es war mein erstes Buch der Autorin und mir war eben auch einfach mal wieder nach einem Thriller. Wir treffen hier auf Stella, die ist die meiste Zeit allein in einer riesigen Villa, die sie zusammen mit ihrem Mann Paul, Paul natürlich im Deutschen Paul, bewohnt. Er ist Pilot, viel unterwegs und ja, sie ist im Grunde nur mit ihrer Katze und der Haushälterin alleine. Und in der Blumenstraße, in der sie wohnen, ist auch eigentlich alles friedlich. Doch dann taucht eines Tages ein Auto auf mit zwei Leuten und es geschehen merkwürdige Dinge. Man war als Leser sehr, sehr nah bei Stella. Das fand ich sehr gut gemacht. Man wurde direkt in die Geschichte reingeworfen. Man bekommt einen sehr tiefen Einblick. Man wird wirklich an die Seite von Stella gestellt und bleibt ihr wirklich sehr, sehr nah. Man wird förmlich auch in die Geschichte und die Angst, die Stella hat, wird fast zu der eigenen. Also Wiebke Lorenz schafft es hier wirklich, dass man mit Angst hat. Und das fand ich tatsächlich sehr gelungen gemacht. Leider war mir aber relativ schnell klar, in welche Richtung es geht, was passiert. Und dann war ja mir Stella auch an vielen Stellen sehr unsympathisch. Und ich weiß nicht, wenn man irgendwie mit jemandem, mit der man mitfiebern sollte, wenn man die aber irgendwie nicht mag, dann finde ich das tatsächlich ein bisschen schwierig. Es war spannend, es war schnell erzählt und es gab auch einige gute Wendungen. Ein bisschen mehr Tiefgründigkeit hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Es war an mancher Stelle doch auch sehr oberflächlich, wo man sagt, ein bisschen mehr Tiefe hätte der Spannung dieser ganzen Wendungen, hätte dem auf jeden Fall gut getan. Und das Ende, ja, es war zu erwarten. Ich hatte mir aber mehr erwartet und es war nicht so ganz meins, wie es Wiebke Lorenz zu Ende geführt hat. Also auch ein guter Thriller, aber jetzt auch ein Buch, wo ich denke, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich kein Buch weiter von Wiebke Lorenz lesen. Und ja, das ist jetzt auch erstmal gut. Hat auch mein Thriller-Durst dann erstmal befriedigt, sozusagen. Und dann kommen wir zu einem abgebrochenen Buch, ja, das ich tatsächlich nur sehr ungern in die Kamera halte und sage, dass ich den zweiten Teil der Dunklen Turmreihe abgebrochen habe. Ja, und zwar ist das 3. Ich habe im letzten Jahr ja Schwarz gelesen und ich war ja schon von Schwarz nicht so angetan. Es sind aber viele Leute von Schwarz nicht angetan und sagen immer, ja, hat gar nichts mit der Dunklen Turmreihe zu tun und man muss da erstmal weiter und dann erst der zweite Teil und spannend und packend und ja, im King-Universum alles dient dem Turm und das muss man gelesen haben und so als Kingsianer denkt man dann auch, man muss es irgendwie kennen und lesen. Ja, es gab ja dann eine Kurzgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Kurzgeschichten waren die Schwestern von, Name schon wieder verdrängt, die fand ich ja großartig und deswegen habe ich ja zusammen mit der lieben Becky mir vorgenommen, wir starten jetzt einfach mit der Dunklen Turmreihe. Jeden Monat ein Band. Ja, der Vorsatz wurde schon gebrochen. Ja, es gibt auch 8 Teile dazu und ich habe hier dann sogar eigentlich zum Hörbuch gegriffen, weil ich den zweiten Teil als Hörbuch hier hatte. Nach circa einem Drittel, so 160, 170 Seiten, haben wir beide relativ zeitnah gesagt, das ist nicht unser Buch. Es ist in der Zeit gefühlt überhaupt nichts passiert. Also wir steigen hier, natürlich müsste man jetzt vielleicht Schwarz kennen, damit man es versteht. Wir folgen hier ja dem Mann in Schwarz und Roland und der Stil, es ist gar kein Stil erkennbar. Also für mich hat das überhaupt nichts von Stephen King. Er ist schwer erzählt, er ist langatmig und unglaublich ausholend. Und das werfen ja viele Leute Stephen King vor. Und eigentlich liebe ich das, aber hier komme ich damit überhaupt nicht zurecht. Und es ist auf den 160 Seiten nichts passiert. Gar nichts. Und ja, natürlich braucht eine Geschichte Zeit und bei 8 Bänden, was ist das schon? Aber es muss einen doch irgendwie mitreißen. Ich liebe es ja bei King, wenn er ausholt, wenn... Aber es hätte irgendwas passieren sollen. Es ist nicht meine Reihe. Ich habe sie jetzt erstmal abgebrochen, pausiert. Vielleicht versuche ich es in 10 Jahren nochmal und finde sie grandios. Dann ist auch gut, weil ich glaube, ich habe dann Band 3 und 5 auch schon hier.
ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir das tatsächlich fällt, aber... Und dann, ja, machen wir mit was Schönem weiter, habe ich eine Highlight-Reihe gelesen und auch beendet und ich packe jetzt alle drei Bücher gemeinsam in die hier rein und nicht der Reihe nach, wie ich sie gelesen habe. Und zwar ist das Buch 6, 11 und 11, 6, 11 und 15 und zwar ist es der 5., 6. und 7. Teil der Harry Potter Saga von J.K. Rowling. Und das sind für mich solche Herzensbücher und ich habe die gehört, vertont von Rufus Beck und ich habe die weggesuchtet wie nichts. Also das sind ja auch überhaupt keine Bücher, die dünn sind. Ich glaube, der 5. hat ja knapp 1000 Seiten und dann haben definitiv die anderen um 650 und ich glaube 750 der 7. Aber ich habe das echt verschlungen. Natürlich ist es beim Hörbuch immer noch mal was anderes, als es zu lesen. Ich habe dann wirklich gefühlt bei allem gehört, beim Putzen, bei allem immer wieder reingehört. Und es war natürlich gerade dann auch im Urlaub super schön, wenn es draußen ein bisschen schön war, man auf dem Balkon saß und einfach die Natur genießen konnte und man aber Hörbuch gehört hat und es ist einfach Harry Potter. Also ich hatte Nächte, da habe ich um 14:45 beschlossen, naja, jetzt solltest du eigentlich mal aufhören. Ich bin da so drin. Ich liebe, liebe, liebe diese Welt. Und auch wenn sie mich ja tatsächlich ab Band 4, 5 auch so einige Tränen kostet und ich sehr ergriffen bin, muss ich echt sagen, gerade der letzte Band, ich dachte so, es passiert so viel auf 200 Seiten am Ende. Eigentlich hätte das Buch noch 200 Seiten mehr gebraucht. Ich weiß, viele sagen, er ist zu lang. Nein, mir nicht. Und das Faszinierende ist ja zum einen, ich höre damit auf und hätte direkt das Bedürfnis, wieder von vorn anzufangen. Also es ist total verrückt. Und ich liebe diese Reihe einfach. Ich kann es nicht sagen. Für mich gehört dieses Potter-Universum. Es ist eine Geschichte, die ist so groß und so toll und tiefgründig und detailverliebt. Und ich würde die auch super, super gerne nochmal ohne das Wissen, was man hat, lesen. Und schockiert sein und traurig sein und wütend sein und es nicht kommen sehen. Und ja, ich spreche jetzt in Rätseln, aber jeder Harry Potter Nerd weiß jetzt, was ich meine. Ich fand's großartig. Also ich liebe die einfach. Also das, ja, ich glaube, es muss jetzt einfach gefühlt jedes Jahr einmal gelesen werden, gehört werden. Und ich liebe diese Welt. Also da fühle ich mich einfach zu Hause angekommen. Und ich dafür drücke ich gerne Tränchen und ich fiebere auch nach wie vor mit, obwohl ich ja weiß, wie es ausgeht. Und ja, also alle drei Bände in diesem Monat gelesen bzw. gehört. Und ich kann auch wirklich nur die Hörbücher von Rufus Beck empfehlen. Ich mag es super gerne, wie er den Charakteren Stimmen gibt. Bei manchen frage ich mich so, warum? Also ich frage mich immer, warum Arthur Weasley Ostfriesisch spricht. Warum Slughorn irgendwie bayerisch spricht und ganz merkwürdig finde ich auch Dobby. Ja, also es ist dann manchmal in den Ohren schon so ein bisschen, ja, aber großartig, ich liebe es einfach und es ist schon wieder zu Ende. Schon so ein bisschen parallel habe ich von Annie Darling Summer in Bloomsbury gelesen. Ein Buch, das ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und dann im Nachgang, als ich das Buch im Grunde abgeschlossen habe, mitbekommen habe, dass es ein zweites Buch ist. Allerdings von der Reihe, und das kann ich jetzt sagen, man kann es unabhängig von Band 1 lesen. Ich glaube nur, dass da ein bisschen so manches, worauf ich Bezug nahm und ich so dachte, hä? Habe ich was überlesen, dass das so der Moment ist, wo man wahrscheinlich im ersten Teil ein bisschen besser zurechtkommt. Ich weiß gar nicht, wie der erste Teil tatsächlich hieß. Der kleine Laden in Bloomsbury. Und da geht es tatsächlich um den Buchladen. Und dementsprechend macht es dann tatsächlich Sinn, vielleicht erst den ersten zu lesen. Aber wir treffen hier auf Verity Love. Die ist glücklicher Single und liest gerne Liebesromane. Die müssen aber ein Happy End haben, sonst liest sie sie nicht. Neben ihren Katzen liebt sie auch die Ruhe und braucht viel Zeit ohne Menschen. Sie wird aber ständig verkuppelt. Alle um sie herum möchten, dass sie endlich glücklich wird, dass sie in eine Beziehung kommt und dass sie den Mann ihres Lebens trifft. Und darauf hat sie aber gar keine Lust mehr. Sie erfindet Peter. Behauptet eben, dass er immer viel unterwegs ist, aber dass sie groß verliebt ist und eines Abends lernt sie Johnny kennen
Und leider trifft sie bei diesem Kennenlernen auch auf Freunde bzw. Kollegen. Und vor diesen gibt sie ihn dann als diesen sogenannten Peter aus. Und beide, ja, haben es so ein bisschen satt, das Single-Leben und was die Freunde da ständig für Beeinflussungen haben. Und so beschließen beide, einen Sommer als Paar miteinander zu verbringen. Sie gehen gemeinsam auf Feste, Hochzeiten, Geburtstage und Ähnliches. Und treffen im Grunde diese Vereinbarung und täuschen jetzt im Grunde ein Beziehungsleben vor. Und das, ja, klingt nicht nur lustig, das war es auch. Ich konnte mit Verity unglaublich gut mitgehen. Mir war ihre Geschichte sehr nah, was das Lesen angeht, die Katzen, das Leben so ein bisschen im Allgemeinen. Ich fand den Schreibstil von Annie Darling wunderbar. Es war leicht und locker und ich konnte wunderbar dabei abschalten. Sehr besonders gelungen war, wie Verity Lärm aufnimmt. Das war super spannend dargestellt. Man hat förmlich den Lärm mitgehört, obwohl es ja um einen selbst am Ende ja doch sehr ruhig war. Es wird sehr verdeutlicht, was dieser Lärm in ihr macht, mit ihr macht und warum sie so ruhesuchend ist und warum sie eben auch danach Ruhe braucht. Und das konnte ich auch absolut nachvollziehen. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich hatte so manchmal diesen Moment, wo ich dachte, was ist das? Woher kommt das? Und denke halt tatsächlich, dass es einfach daran liegt, dass ich den ersten Band nicht gelesen habe, in dem es ja um die Buchhandlung geht. Eine tolle Geschichte. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte Lust drauf. Ich habe das auch relativ schnell dann weggelesen, weil es einfach locker, leicht war und mich wirklich entschleunigt hat und entspannen ließ. Und das gefiel mir tatsächlich richtig gut und habe ich super gerne gelesen. Dann als nächstes kommt Herr der Zeit von Joe Haldeman, eigentlich auch ein Buch, was ich als echtes Buch hier hatte, was mittlerweile schon verliehen ist. Das ist die Empfehlung eines Zuschauers aus dem letzten Jahr gewesen und ich hatte mir das dann, weil ich darauf Lust hatte, auch gebraucht gekauft. Mittlerweile ist es bei einer guten Freundin, die auch Science Fiction sehr gerne liest und der habe ich das jetzt einfach mitgegeben, deswegen blende ich euch nur das Bild ein. Wir treffen hier auf den Physikstudenten Matt, der erfindet durch Zufall eine Zeitmaschine, allerdings eine sehr einfache, denn sie kann nur in die Zukunft reisen und nicht zurück. Auch kann man die Zeit nicht selbst bestimmen, also um wie viele Jahre man im Grunde in die Zukunft sich bewegt, sondern man bewegt sich in festen, immer größer werdenden Zeitsprüngen in die Zukunft. Was ich tatsächlich super spannend fand. Als Matt im Rahmen seiner Experimente in seiner Jetztzeit in Schwierigkeiten gerät, beschließt er, in die Zukunft zu fliehen. Dort sucht er fortan eine Zukunft, in der es Maschinen gibt, mit denen er zurück auch in die Vergangenheit reisen kann. Denn das geht ja, wie gesagt, mit der hier nicht. Und ja, wir haben hier im Grunde eine Zeitreisegeschichte, also Science Fiction. Und ich finde, dass Joe Haldeman eine sehr amüsante Geschichte über Zeitreisen geschrieben hat. Es ist ein Science-Fiction-Roman mit nicht sehr viel Tiefgang, mit nicht sehr viel Wissenschaftlichen. Es ist wirklich sehr viel Witz mit dabei. Auch die erste Hälfte fand ich tatsächlich ein bisschen besser. Dann wurde es ein bisschen dünner und auch unlogischer. Ja, es geht um Zeitreise. Ich weiß, dass man hier nicht mit absoluter Logik rangehen sollte, aber der Autor denkt sich ja irgendwas und da hätte ich halt mehr Konsequenz mir einfach erwünscht. Trotzdem hat es sich für mich durchaus gut unterhalten angefühlt und ich mochte auch die Ansätze der Zeitreise. Tatsächlich ist das auch eine relativ logische Zeitreise, dass man es eben nicht beeinflussen kann, sondern nur einen Sprung macht, wohin auch immer. Das finde ich tatsächlich fast realistischer, insofern, ne? Aber als dass wir das vorgeben. Sprachlich fand ich es auch sehr angenehm, da es auch nicht zu wissenschaftlich war. Und ich fand allerdings, dass die Zeiten, die dann doch irgendwie zurückgingen, das fand ich ein bisschen zu ähnlich. Also es gab da sehr wenig Unterschiede in den Zeitsprüngen. Man hatte das Gefühl, dass sich da gar nichts irgendwie in den Zeiten verändert, was ich sehr schade fand. Auch hätte ich mir mehr Zukunftsreisen gewünscht, weil das natürlich was ich mega spannend fände. Es war ein gutes Buch. Es wird, denke ich, nicht mein letztes von Joe Haldeman gewesen sein. Ich glaube, ich werde da immer mal jetzt schauen, was mich von ihm noch ein bisschen anspricht, was vielleicht auch ein bisschen besser bewertet ist als Herr der Zeit. Aber grundsätzlich hat mir das tatsächlich gut gefallen und hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Dann ein Buch, was meine Erwartungen leider nicht so richtig treffen konnte. Und zwar It Was Always You von Nicolas Hotel. Das ist der erste Teil einer Dilogie und es geht hier auch um zwei Brüder. Im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, dass es darum geht. Mich hat dieses Buch angesprochen, als ich es in der KISS
Verlagsvorstellung gesehen hatte, denn das Buch hat wohl auch Handlettering-Elemente, die ich jetzt, da ich das Hörbuch gehört habe, natürlich nicht gesehen habe. Habe jetzt aber schon in mancher Rezension gelesen, dass die jetzt wohl auch gar nicht so beeindruckend war, wie sich viele das gewünscht oder das vorgestellt hatten. Der zweite Teil erscheint im September und ich kann schon so viel sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich den hören oder lesen werde, weil mich der erste tatsächlich irgendwie so ein bisschen zurückgelassen hat. Aber wir treffen hier auf Ivy, die nach vielen Jahren der Aufforderung ihres Stiefvaters nachkommt, nach Hause zurückzukommen. Und dort trifft sie eben auch auf ihre beiden Stiefgeschwister. Ihre Mutter ist vor einigen Jahren gestorben. Und ja, sie hat nie so einen richtigen Draht zu ihrem Stiefvater bekommen. Und gerade als er sie dann wegschickte, war natürlich die Beziehung doch, hat sehr darunter gelitten. Ivy führt ein Bullet Journal, also es ist auch wirklich sehr zeitgeistig, das sie Hedwig nennt. Denn es ist ein weißes Bullet Journal. Und mal ehrlich, da hatte mich die Autorin eigentlich schon, weil auch ihre beste Freundin eins führt und ich das Seitenschnabel nennt, weil es so schön schimmert. Ach, das ist eigentlich eine grandiose Idee und 4 Jahre ist es jetzt schon her, dass sie bei ihrer Familie im Grunde war. Im Flugzeug trifft sie aber bereits auf ihren Stiefbruder Escher, der in einer etwas kompromittierenden Stellung aus der Toilette kommt, samt Begleitung. Und es gibt wohl wichtige Neuigkeiten, die Richard, also der Stiefvater, mit seinen 3 Kindern teilen muss. Und es gibt ja auch noch Noah, den jüngeren Bruder von Escher. Und so ist sie jetzt wieder zu Hause angekommen, lässt sich überraschen, was ihr Stiefvater möchte und merkt relativ schnell, dass sie doch irgendeine Zuneigung zu Escher hat, ihrem Stiefbruder. Und da muss ich schon sagen, da bin ich irgendwie raus. Also Stiefgeschwister, Liebesgeschichten finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, bei Eiskalte Engel war das ja schon sehr hui. Da waren die aber zumindest ein bisschen größer. Also auch hier sind natürlich Ivy und Escher schon größer und erwachsener. Aber ja, Dagmar Bittner ist die Sprecherin, die gefällt mir super gut. Von der her höre ich auch sehr gerne Hörbücher und die hat das hier auch richtig toll gemacht. Ich möchte jetzt mal das Lobende erwähnen, was Nicola Hotel geschaffen hat. Es war sehr locker, es war leicht, es war modern, es hatte wunderbare Zeitgeistmomente, es werden Bücher mit einbezogen, Zitate aus Serien, Filmen, Büchern. Es wird darüber spekuliert, was da irgendwie wo passiert, wie man das fand. Und das fand ich großartig. Einfach, weil ich ja auch selbst so ein Bücher- und Serien- und Film-Nerd bin. Und ich mag sowas, wenn sich Protagonisten dann darüber auch unterhalten. Ich fand es auch toll mit dem Handlettering. Das ist ein Thema. Ein Bullet Journal ist in den letzten Jahren immer moderner geworden. Und das ist schön, dass das hier so mit aufgegriffen wird und ich fand das wirklich mal was anderes und modern und das hat mir wirklich gut gefallen. Die Liebesgeschichte, die hätte es für mich nicht gebraucht. Ich muss echt sagen, ich sehe die super kritisch, ich finde die super merkwürdig und wenn man dann auch von der Vergangenheit der beiden erfährt, da muss ich echt sagen, also ich möchte ja niemanden spoilern, aber es geht im Grunde einfach relativ jung los bei Ivy und Escher ist 6 Jahre älter wie sie und das finde ich schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Das muss ich tatsächlich, ohne dass das irgendwie, auch ich hatte relativ früh, sage ich jetzt mal so im Vergleich, was ist früh, einen Freund aber der war halt nur 2 Jahre älter. Und ich weiß nicht, wie ich das mit einem 6 Jahre Älteren so gefunden hätte. Aber das ist nochmal vielleicht, also ich finde es tatsächlich ein bisschen, ich fand es fast ein bisschen No-Go, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man einfach sich auf Freundschaften konzentriert hätte, anstelle auf Liebesgeschichten. Oder dass man sich als Familie wieder näher kommt. Und auch diese Liebesgeschichte, wenn Ivy auf Escher trifft, dann, wo sie sonst immer ein unglaublich kopflastiger Mensch ist, was ich auch schon sehr anstrengend finde, weil ich auch so bin zum Teil. Und dann schaltet aber ihr Hirn total ab und man fragt sich, warum? Warum hat dieser Typ so eine Wirkung auf sie? Und das wird einem halt nicht erklärt. Also es ist halt, ja, es ist irgendwie nichts Halbes, nicht Ganzes. Es gab wunderbare Momente, aber auch Dinge, wo ich einfach dachte, nee, das geht für mich einfach nicht. Und deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob ich den zweiten Teil hören oder lesen werde. Vielleicht warte ich da mal die Rezension ab. Wobei ja die hier auch bei It Was Always You schon sehr gut sind. Und ich habe das Gefühl, keiner hat diesen Altersunterschied
vielleicht finde ich den auch nur merkwürdig. Wobei nicht, ich habe das ja auch zusammen mit der lieben Becky gelesen und das war mir uns schon sehr ähnlich, dass das schon, aber ja, ein Gestotter. So, jetzt geht's weiter mit einem Highlight und zwar Donnerseelen von Erik Kellen und Mira Valentin, der dritte und abschließende Teil der Lichtbringer-Saga, der Lichtbringer-Trilogie und ich möchte gar nicht tatsächlich so viel dazu sagen. Es ist einfach eine grandiose Reihe. Es ist High Fantasy at its best. Es sind zwei Perspektiven, die von beiden unterschiedlich geschrieben werden, die es ganz besonders machen, die aber trotz ihres unterschiedlichen Stils perfekt zusammenpassen, sich ergänzen, wunderbar ihre Gedanken, Ideen einfließen lassen, es eine Welt ergeben hat und ich war bin einfach hin und weg von dieser Reihe. Also groß, groß, großartig. Nicht nur Band 1, sondern auch Band 2 und jetzt Band 3. Und sieht er in diesem Lila nicht auch einfach großartig aus. Also absolute Highlight-Geschichte. Ich guck mal, vielleicht packe ich euch meine Bücherwoche zu Band 1 und 2 einfach auch mal unten mit in die Infobox, wenn ich dran denke, weil ich das wirklich großartig fand. Also wirklich, es ist der Hammer, was beide geschaffen haben und der Stil von Erik Kellen sowieso. Ich liebe seine Bücher. Ich war ja schon total verliebt in die Nimmerherz-Reihe, auch wenn die am Ende ein bisschen geschwächelt hat. Finde ich tatsächlich hier gut, dass es eine Trilogie ist und dass hier wirklich alles ohne Längen auskommt und trotzdem tiefgründig und groß und episch und ja, also einfach großartig. Hat unglaublich Spaß gemacht, diese Reihe zu lesen und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube, sie wird jetzt aktuell vertont. Ich glaube, Band 1 ist schon da, 2 ist da oder kommt und dann wäre tatsächlich auch die Vertonung nochmal, ja, denke ich, für den Reread das Richtige. Ebenfalls ein abschließender Band ist dann Marriage on Madison Avenue von Lauren Laney. Das ist der Abschluss der Central Park-Reihe. Ich fand ja die ersten beiden Teile super, super gut. Es machte einfach unglaublichen Spaß, die drei Frauen zu begleiten. Ich möchte auch die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten. Wir treffen ja im ersten Band, treffen sich drei Frauen auf einer Beerdigung und dann erfahren sie ja, dass die eine ist die Ehefrau, die andere die langjährige Partnerin, die dachte, er lebt in Scheidung. Und dann haben wir die relativ kurzfristige geliebte Affäre und alle drei Frauen merken anhand ihrer Uhren und ich glaube auch Schuhe, dass sie wohl irgendwie was mit dem Mann hatten, den sie da gerade beerdigen. Und ja, alle drei machen sich eigentlich gar keinen Vorwurf und auch gar keine Gedanken. Sie geben die Schuld dem Richtigen, nämlich dem Mann, und werden dadurch Freunde und wollen aufeinander aufpassen, schließen einen Pakt, damit sie eben nicht nochmal zu so einem Mann kommen und finden. Und wir haben hier eben Audrey, sie ist die langjährige Geliebte und auch die Gefühl, die tatsächlich am meisten darunter leidet, dass er gestorben ist, weil sie sich ja eine Zukunft mit ihm ausgemalt hatte und dann aber auch das schlechte Gefühl hat, weil sie eben die Geliebte war, also die andere Frau und das ihr aber gar nicht bewusst war, weil sie ihm eben einfach geglaubt hat, dass er sich von seiner Ehefrau getrennt hat. Und sie hat einen besten Freund Clark und eigentlich gefühlt war von uns und auch für alle anderen schon ab Band 1 klar, da geht doch irgendwie mehr, die sind doch nicht nur Freunde. Und ja, hier bringen es eben beide dann auf die Spitze des Eisberges sozusagen und ja, machen eine Scheinverlobung, um seine Mutter zu ärgern, um dass sie Influencerin ist, ja, im Grunde auch einem ganz bissigen, ja, im Grunde hier den Gar auszumachen, der immer gegen sie stichelt und ja, was dann am Ende daraus wird. Es ist für mich der perfekte Abschluss dieser wunderbaren Reihe. Ich fand alle drei Bände stark, ich mochte alle drei Frauen, ich mochte ihre ganz speziellen Geschichten, wie sie mit dem Tod des Mannes umgegangen sind, wie sie weitergemacht haben, wie sich ihre Freundschaft entwickelt haben, wie sich ihre Beziehungen ja, im Grunde gefunden haben und ich fand das großartig. Mir haben alle drei Bände super viel Spaß gemacht und ich möchte Lauren Laney auf jeden Fall im Auge behalten. Ich weiß, im Englischen ist schon einiges von ihr noch erschienen. Mal sehen, was sich da dann vielleicht noch im Deutschen von ihr findet. Dann ging es weiter mit Bali und zwar Mein Himmel über Bali von Annika Schuster. Ein Buch, das mir, glaube ich, über Instagram aufgefallen ist. Natürlich war das wunderschöne Cover schuld und mich interessiert auch Bali wirklich sehr und steht auf meiner Reiseliste relativ weit oben. Und dementsprechend war ich natürlich neugierig, was hier die Autorin, die ich vorher noch nicht kannte, so ein bisschen gezaubert hat. Wir treffen auf Sky, die sich eine Auszeit nimmt und nach Bali reist. Dort war sie schon einige Male
und zufällig trifft sie dort auf ihren Ex-Freund Noah, mit dem sie schon über 5 Jahre getrennt ist. Der möchte dort ein Hotel eröffnen und eigentlich ihren Traum leben, von dem er aber von über 5 Jahren noch keine große Meinung hatte. Sie haben sich jetzt schon über 5 Jahre nicht mehr gesehen und erleben jetzt ein paar schöne Tage dort. Sie hilft auch so ein bisschen mit bei der Eröffnung und versuchen so ein bisschen ihre Lebende wieder auf den Griff zu bekommen. Und sie nutzt natürlich auch die Auszeit, um sich zu überlegen, was sie eigentlich will. Es ist an und für sich eine schöne Geschichte. Ich hatte mir aber wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel erwartet. Für mich sind es viel zu viele Zufälle. Alleine, dass man seinen Ex-Partner 5 Jahre in der gleichen Stadt nicht trifft, während man ihn dann aber auf Bali trifft. Und ja, ich mag solche Zufälle eigentlich gerne. Ich finde sie nur super unrealistisch. Und auch wie locker die miteinander umgehen, wie sie wieder auf einem... Also das erschien... Also es gab ja auch einen Grund für die Trennung. Und dass man dann einfach so tut, als wäre alles normal. Ich fand das ein bisschen unschön dargestellt. Das ist so ein bisschen... weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich da auch einfach nachtragender vom Typ her. Wenn ich so wie die mit dem Partner auseinandergehe, wüsste ich nicht, ob ich 5 Jahre später einfach auf einer Insel stehe. Gut, jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, man sitzt ja auf der Insel, man ist dazu für... Ja, ich fand es persönlich ein bisschen merkwürdig. Sprachlich fand ich es ganz schön. Ich mochte vor allem die Beschreibungen über Bali. Das hat definitiv Urlaubsfeeling geschaffen und hat auch Spaß gemacht. Es gab aber gefühlt überhaupt keine Spannung. Also die Geschichte plätscherte so ein bisschen vor sich hin, hatte so ein paar Highlights eben in den Orten, die bereist wurden auf Bali, dass wir das Meer erleben, das Hotel. Ich hätte mir sprachlich ein bisschen mehr Biss gewünscht und ich weiß natürlich nicht, ne, manchmal sagt man ja, so eine Korrektorat würde das so ein bisschen reinbringen an Spannung. Das hat mir hier gefühlt ein bisschen gefehlt, ohne jetzt der Autorin zu unterstellen, sie hatte kein Lektorat. Aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Biss gewünscht, ein bisschen knackig und vielleicht hätte man es dann auch ein bisschen kürzer fassen können, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, so dick war es gar nicht, 350 Seiten, aber ja, es war okay. Es war okay, also ich würde hier auch wieder sagen, klassische 3 Sterne. Es war okay, war jetzt nichts, was mich umgehauen hat oder gar extrem begeistert hat, aber ich habe es an einem Nachmittag in der Sonne gelesen und hatte definitiv auch Urlaubsstimmung. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Buch, das ich beendet habe, und zwar Ein Cottage für deinen Sommer von Viola Shipman. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, irgendwie bei Lovely Books mal entdeckt und war von dem Cover so angetan, weil ich den Hund da drauf so niedlich fand und dachte, ach ja, so ein Cottage und ein Hund, das ist doch, klingt auf jeden Fall nach einer tollen Geschichte. Dann ist es aber irgendwie, wie es manchmal so ist, mit Büchern wieder verschwunden und dann habe ich es auch bei den Mängel-Exemplaren irgendwie wieder gefunden und dachte, ja, jetzt nimmst du es dir einfach mal mit, es klingt ja nach einer schönen Geschichte. Die Autorin hat, glaube ich, unter einem anderen Namen, wenn ich mich nicht irre, schon andere Bücher geschrieben, beziehungsweise steckt hinter Viola Shipman, ich glaube, gar keine Frau, sondern ein Mann. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das jetzt richtig in Verbindung bringe. Auf jeden Fall gibt es von ihr schon diese bunten Bücher für immer in deinem Herzen, so groß wie deine Träume, weil es dir Glück bringt. Also ich glaube, die Bücher kennt man so vom Cover zumindest. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo habe ich das gelesen mit Viola Shipman? Ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich das so jetzt richtig in Verbindung bringe. Ansonsten, wenn es falsch ist, vergisst es einfach wieder. Ist auch relativ egal. Ich kannte von ihr bisher noch keine Bücher. Dementsprechend war ich natürlich sehr neugierig, was mich hier so ein bisschen erwartet. Wir sind bei Eddie Lou. Bei der steht einiges auf dem Programm. Scheidung, Haus weg und der erwachsene Sohn macht sich aufs College. Zudem ist sie total unzufrieden mit ihrem Job. Sie startet einen Neuanfang im Sommerhaus ihrer Familie. Sie plant aus dem renovierungsbedürftigen Cottage am Michigansee ein luxuriöses und doch familiäres Frühstückpension zu machen für gestresste Großstädter und setzt sich hier dran jetzt an die Renovierungsarbeiten. Doch sie hat sich doch viel zu viel aufgeladen und auch zugemutet. Es sind teure Umbauarbeiten. Zudem hat sie vor Ort direkt auch eine Gegnerin, die das gar nicht gut findet. Und dennoch möchte sie ihren Traum umsetzen. Und ob sie das schafft, das lesen wir hier natürlich. Es ist auch hier eine schöne Geschichte. Ich finde, das klingt immer schon so nachteilig, aber es war eine schöne Geschichte mit lockerem Stil und auch wunderbaren Ortsbeschreibungen, da wo man sich wirklich so ein bisschen...
zu Hause fühlen konnte an diesem Michigansee, in diesem Cottage und sich das so vorstellen konnte und da einen Sommer zu verbringen. Und ja, das, die Umgebung und auch das Haus, das ist wirklich richtig, richtig toll beschrieben. Man hatte da wirklich ein Gefühl für, dass man hier jetzt irgendwie vor Ort ist. Allerdings auch hier, für mich plätscherte die Geschichte so ein bisschen vor sich hin, was ich ja an mancher Stelle sehr schade fand. Zudem wirkt sie auch ein bisschen zu rosig und zu leicht und es gibt viel zu wenig Probleme und aus den wenigen wird dann gleich so ein Riesenbuhai gemacht, wo ich denke, naja, ist das jetzt eigentlich wirklich ein Problem? Ein bisschen mehr Spannung und Knackigkeit hätte hier im Grunde tatsächlich auch nicht geschadet, hätte der Geschichte gut getan. So ist es schon so ein bisschen wie ich laufe auf Wolken oder Zuckerwatte. Ja, aber es war schön. Es, auch hier war klassische 3 Sterne, würde ich sagen, ein gutes Buch und was mich entspannt hat und im Urlaub auch entschleunigt hat. Von daher hat das seinen Dienst sozusagen getan, aber ja, mehr tatsächlich leider auch nicht. Und das letzte abgeschlossene Buch des Monats ist dann Human Design von Chetan Parkin. Ich bin schon einige Male über dieses Buch, über dieses Thema Human Design gestolpert. Ich habe das auch in meinen Neuzugängen erzählt, dass mich dieses Thema sehr, sehr interessiert hat, dass ich es aber dann immer mal wieder so irgendwie verdrängt habe. Und in den letzten 3-4 Wochen haben unabhängig voneinander 3-4 Leute davon gesprochen. Zum einen natürlich auch auf Instagram, denen man selbst so ein bisschen folgt, die dann einen Online-Kurs machen, die das Buch lesen, die sich damit beschäftigen. Dann habe ich natürlich selbst danach so ein bisschen gesucht und dachte, irgendwie umgibt dich dieses Thema gerade so öfter. Da musst du jetzt einfach mal zu dem Buch greifen. Ich habe es mir dann als E-Book geholt, weil ich es als echtes Buch doch relativ teuer fand. Und dementsprechend war ich auch sehr neugierig. Habe dann auch diesen Test zu Human Design gemacht. Also da gibt man sein Geburtsdatum ein, wo man geboren ist und zu welcher Uhrzeit. Und dann erfährt man im Grunde, wie man gestrickt ist. Und dieses Chart, wo auch die Chakren im Grunde, die man aus dem Yoga kennt, die symbolisieren dann eben auch etwas, was man für ein Typ ist, wie man gebaut ist, wie man als Mensch eben angelegt ist und erklärt, warum man manchmal eben so ist, wie man ist. Und es ist mehr als Astrologie, das möchte ich ganz klar sagen. Es geht hier auch ein bisschen um die Quantenphysik, es geht um die Genetik. Wir haben auch die alten Weisheitsthematiken und Systeme drin, wie I Ching oder auch die Kabbala. Natürlich durch das Chakra, ne, haben wir natürlich auch so ein bisschen diese Weisheiten mit enthalten, für was stehen die. Und natürlich auch die Astrologie, wobei es weggeht vom Sternzeichen und eher zum Aszendenten natürlich hingeht, dem ich persönlich ja auch viel, viel näher bin. Und anhand der Geburtsdaten wird eben diese Körpergrafik erstellt und dann fängt man eben an, diese Grafik zu lesen und sich zu lesen. Und ich muss sagen, ich war da an mancher Stelle sehr schockiert, wie nah, oder eigentlich, also nah schon gar kein Begriff mehr, wie sehr ich mich darin wiedergefunden habe. Also es war manchmal sehr, sehr erschreckend. Und ich habe tatsächlich auch den Test gemacht und habe bei vielen Dingen auch die anderen Sachen durchgelesen, um zu sehen, wo entdecke ich vielleicht irgendjemanden aus dem Freundeskreis, aus dem Kollegenkreis, aus der Familie. Und das hat nicht gepasst. Also es ist ja oft so bei Sternzeichen und bei Horoskopen, die in so Wochenmagazinen stehen, dass man sagt, naja, das passt im Grunde ja auf jedes Sternzeichen, wenn man da drauf wartet. Dem stimme ich auch zu. Aber hier hatte ich schon das Gefühl, dass die anderen Dinge nicht zu mir gepasst hätten. Und der ultimative Test wäre natürlich gewesen, erst zu lesen, dann den Test zu machen und zu sehen, ob man sich selbst richtig erkannt hat. Na, das ist natürlich klar, aber es gab diese positive Nähe, dass ich mich wieder entdeckt habe, wieder gesehen habe und aber dann eben auch das, wo ich dachte, nee, das bist du tatsächlich überhaupt nicht. Und man hat hier eben ein Energiesystem, wird einem gezeigt, was in einem energetisch fließt und das eben auch erklärt, wie man von innen im Grunde das Leben angeht, Situationen beschreitet und es sagt einem nicht, wie man es tun soll, sondern erklärt eigentlich nur, warum man manchmal eben gar nicht anders kann. Und es ist jetzt auch keine Begründung für irgendein Fehlverhalten, das muss man ganz klar sagen, aber es erklärt eben, warum manche Menschen auf ihr Bauchgefühl so hören und sie es eigentlich komisch finden, wenn sie sich kopflastig verhalten, wie ich zum Beispiel. Es erklärt sehr viele Dinge und das fand ich total faszinierend. Also es ist zudem auch eben so ein bisschen was wir lernen zwischen gelernten Verhaltensweisen
und unserem wahren Sein so ein bisschen zu unterscheiden. Denn viele Dinge sind einem ja auch antrainiert, durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch Schule, was auch immer. Und dass das eben gar nicht zu uns allen so passen kann, weil wir vom Grunde auf, also na, das Schulsystem kann nicht für alle funktionieren, weil wir alle eben, wir sind 7,5 Milliarden Individuen und es war super spannend. Also ich muss echt sagen, ich dachte ja anfangs auch so ein bisschen, mich hat's wirklich gepackt. Ich will unbedingt mehr wissen, mehr sehen. Ich habe jetzt einen Podcast entdeckt, den ich mehr verfolgen möchte. Ich möchte unbedingt auch noch so ein bisschen Nebenliteratur lesen, weil ich das super spannend finde und auch neugierig bin, wie man manches vielleicht auch in sich dann wieder anknipsen kann. Und ja, bin da auf jeden Fall sehr neugierig. Also hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, war für mich auch ein Highlight und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Und dann noch angefangen, im Juli habe ich The Passengers von John Marsh. Dazu werde ich aber, denke ich, dann in der ersten Bücherwoche was erzählen, wenn ich es dann jetzt Anfang August auch beende. Und ja, das waren sie jetzt schon, die 16 Bücher mit den 6 Highlights. Waren es 6 Highlights? Ja. Also, ja, und den 3 Rereads, das waren im Grunde die Harry Potter Bücher. Und ja, war doch eigentlich ein ganz guter Monat mit sehr vielen Okay-Büchern. Die es ja auch irgendwie geben muss. Ja, filmtechnisch habe ich Teil 4, 5 und 6 der Harry Potter Saga dann auch angeschaut, immer nach Beenden gefühlt. Haben wir dann auch zu den Filmen gegriffen und den siebten Teil, die beiden siebten Teile, die gehen wir jetzt im August an, beziehungsweise haben wir den ersten Teil davon jetzt auch schon geschaut. Dann war ich relativ zu Beginn meines Urlaubs im Autokino. Ja, dank Corona hat bei uns auf dem Veranstaltungsplatz ein Autokino eröffnet. Hatte leider in den letzten Wochen eher so Filme, wo man sich denkt, naja, die muss man jetzt nicht unbedingt auf großer Leinwand sehen. Und es waren auch manchmal so, also nicht so gute Filme. Aber es lief dann Dirty Dancing. Und meine Freundin und ich haben beschlossen, so, den Film schauen wir uns jetzt an. Und wir hatten einen wunderbaren Abend. Also nicht nur, dass das wirklich vom Wetter super mitgespielt hat. Wir hatten unser Popcorn dabei und unsere Getränke. Und wir haben uns einen richtig schönen Abend im Autokino gemacht. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich im Autokino war. Und es hatte schon was. Also übers Autoradio hört man dann ja den Ton. Blöd ist nur, bei meinem Auto nach einer halben Stunde sagt auch der Standby-Modus so. Schalten wir aus. Das heißt, alle halbe Stunde musste das Auto mal kurz angemacht werden, damit das Autoradio wieder läuft. Es war aber super. Es hat super viel Spaß gemacht. Über Dirty Dancing lässt sich natürlich streiten, über die Logik des Films und die Handlungsstränge. Ja, aber der Soundtrack ist großartig und Patrick Swayze ist einfach... Ja, und es sind halt echt Kindheit und Jugenderinnerungen. Ich habe den Film auch bestimmt schon, keine Ahnung, 5, 6 Jahre nicht mehr gesehen. Und es ist einfach, man muss es mögen. Ich glaube, man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, da gibt es auch nichts irgendwie dazwischen. Serientechnisch habe ich im Juli Snowpiercer angeschaut auf Netflix. Das ist eine Dystopie. Hier haben wir einen Zug, der immer um die Erde fährt. Die Welt ist erkaltet, woran die Menschheit im Grunde Schuld hat und einige konnten sich in diesen Zug retten. Und wir haben hier natürlich dieses klassische System von der Gesellschaft, vorne die superreichen und tollen und geilen Typen und hinten so die Loser, die aufgesprungen sind sozusagen und dann auch irgendwann eine Revolution anfangen. Und es gab bereits in den ersten 2, 3 Folgen Wendungen, wo ich gefühlt wirklich... so da saß und dachte, das kann jetzt nicht sein, war für mich wirklich eine tolle Dystopie. Es ist jetzt nichts komplett innovativ Neues, aber es hat Spaß gemacht, es einfach zu gucken. Also es hat mich sehr gut unterhalten, es war spannend, packend und besonders so manche Wendungen, wo ich echt dachte, das ist ja geil. Also dass sich das ein Filmemacher im Grunde auch einfach so traut und auch die Mischung und die Schauspieler, also mir hat das sehr gut gefallen. Und dann habe ich angeguckt, Süße Magnolien, auch auf Netflix. Das ist so ein bisschen eine Wohlfühlserie mit Städtchen-Feeling. Es ist jetzt schon bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Hat mich ein bisschen an Gilmore Girls und Virgin River erinnert und hat mir sehr gut gefallen. Also hat mich auch mitgenommen, war spannend, war schön, dieses Städtchen-Gefühl. Wer Redwood auch mochte, wird, denke ich, in dieser Serie Spaß haben. Ich mochte die Erzählstränge, ich mochte die Schauspieler, ich mochte das Zusammenspiel. Was mich ein bisschen gestört hat, war tatsächlich so ein bisschen die Religion da drin. Also das...
Also, dass die eine ins Einkaufen geht und irgendwie keinen Parkplatz findet und dass der eine mitschreibt, ich komme zu spät, weil ich brauche einen Parkplatz. Und dann kriegt sie irgendwie zur Antwort, oh, ich bete für dich, dass du einen findest. Und sie tatsächlich betet. Und ich denke mir so, ha, ja. Also ich fand das an mancher Stelle schon, war nicht ganz, ist nicht mein Lifestyle, ist nicht mein Lebensstil. Und das finde ich dann ein bisschen anstrengend, wenn einem das so unter die Nase tatsächlich irgendwie gerieben wird. Aber wenn man darüber hinweg sieht, war das wirklich eine schöne Serie, die wirklich mir viel Spaß gemacht hat. Und sie endet mit einem ganz gemeinen Cliffhanger. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die zweite Staffel sehr, sehr schnell dann tatsächlich auch irgendwie auf Netflix zu finden ist. Und ja, ich glaube, das war es so im Groben, so an spannenden Serien. Jetzt so die letzten zwei Wochen, gerade so im Urlaub, habe ich jetzt gar nichts an Serie geschaut. Mich zieht es auch gerade nicht so richtig wohin. Ich überlege eigentlich mit Gotham weiterzumachen, aber irgendwie, ja, Cursed würde mich vielleicht noch so ein bisschen interessieren. Das ist ja so ein bisschen die Artus-Saga aus einem anderen Erzähl, aus einem anderen Blickwinkel. Das könnte ganz spannend sein, aber irgendwie, ja, muss ich sagen, bin da sonst nicht so der große Schauer. Und muss dann auch sagen, im Sommer habe ich noch weniger das Bedürfnis, irgendwie sowas zu gucken. Aber ja, es kommt ja dann früh genug, wahrscheinlich im September dann auch irgendwo wieder der Herbst und dann hat es das mit der Lese- und Hörbuchzeit gefühlt und man guckt dann einfach auch mal wieder Serie. Aber so ist natürlich zu erklären, warum tatsächlich auch relativ viele Bücher gelesen wurde und auch seitentechnisch ist das echt ein Wahnsinnsmonat und ja, hat mir gut gefallen. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, genug gequasselt. Ich weiß gar nicht, wie viele Pausen ich jetzt schon da drin gemacht hatte. Habe jetzt auf jeden Fall Durst, werde jetzt mal was trinken und ja, bin sehr gespannt, wie euer Monat so war. Lasst mich das gerne wissen, was ihr so in meiner Abwesenheit gelesen habt, geschaut habt, ob ihr Serientipps habt. Lasst mich das gerne wissen, ob ihr eins der Bücher vielleicht auch kennt ja, oder da auch einfach Empfehlungen habt. Zu aller, wenn dir das gefällt, gefällt dir vielleicht auch das. Lasst uns da gerne in den Kommentaren zum Austausch kommen, würde ich mich freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.